Moin, ich bin Tilman von der Radlbande hier auf der Eurobike 2023. In diesem Video geht es um Zubehör. Es geht um Helme, es geht um Klamotten und es gibt hier wahnsinnig viel zu sehen. Unter anderem habe ich auch schon einige Falträder erspäht. Und deswegen gehen wir gleich mal rein und gucken, was wir alles finden. Und dieses Video wird euch präsentiert von helden.de. Aber dazu gleich mehr. Ich bin jetzt bei Unit One und Unit One könnte euch vielleicht bekannt vorkommen, denn ich habe diesen Helm hier bekommen von denen. Das ist der Unit One Faro und der hat ziemlich viele coole Details. Erstmal kann er hier so lustig blinken, wie ihr das seht, aber der Faro kann noch deutlich mehr. Wir haben jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, eben, dass er die Farben ändern kann hier hinten und er kann noch lustige Muster anzeigen. Und hier hat er eine Fernbedienung, mit der er blinken kann. Und das nicht nur hinten, sondern auch vorne. Also das ist eine ziemlich coole Sache. Alle Helme von Unit One sind mit MIPS ausgestattet. Das ist dieses Rotierungs-Helm-Kopfschutz-Ding. Ich werde darüber noch ein eigenes Video machen, auch über diesen Helm. Aber was Unit One auf dieser Eurobike auch zeigt und wofür sie den Eurobike Award bekommen haben, ist der Aura. Und den finde ich optisch so cool, dass ich deren Kickstarter-Kampagne unterstütze. Auf jeden Fall erstmal die Optik, der sieht halt ziemlich sportlich aus, aber gleichzeitig auch nicht zu sportlich, dass er nicht als Urban-Helm funktionieren würde und hat halt die gleichen Möglichkeiten des Blinkens wie auch der Faro. Hat hier nicht so ein großes Display, das heißt, er hat nicht so ganz so viele Features wie dieser Helm hier, aber sieht dafür nochmal deutlich anders aus und ist auch eine ganze Ecke leichter. Und dazu hat Unit One auch noch einiges an Zubehör. Auf der einen Seite diese Smart Lights, die mit dem Helm synchronisiert werden und auch blinken können. Dann gibt es für den Aura dann diese Visiere, also auch für Brillenträger sehr gut geeignet. Die Fernbedienung, durch die dann auch ein Bremslicht ausgelöst werden kann. Also hier ist so ein Accelerometer drin und wenn man bremst, dann leuchtet hinten am Helm ein Bremslicht auf. Und dann noch so weitere Möglichkeiten, um auch diese smarten Leuchten zu montieren. Zum Beispiel auch an anderen Helmen. Also das ist Unit One auf der Eurobike 2023. Ich bin sehr gespannt auf meinen Unit One Aura. Weil ich meine, guck ich den an. Der sieht doch richtig cool aus. Ich bin jetzt gerade bei Agu. Und Agu ist ein holländischer Hersteller von Bekleidung etc. Und sie sind auch Sponsor und Klamottenhersteller fürs Team Jumbo Visma. Und hier kann man schon mal das Kit für die Tour de France 2023 sehen. Da ist sind sehr viele Gedanken, sehr viele coole Ideen drin. Und dieses Kit lässt sich auch komplett customizen. Hier mit zum Beispiel das von Dylan van Baarle, der im letzten Jahr Paris-Roubaix gewonnen hat. Und das kann man sich auch selber irgendwie gestalten lassen. Aber das ist natürlich für die Radlbande nur für den zweiten Kanal interessant. Wir sind da wegen der Alltagsklamotten und die sind ebenfalls sehr interessant, denn sie haben gestern dafür den Eurobike Award bekommen. Und zwar für diese Jacken. Das sind eigentlich Winterjacken, die auch regendicht sind. Und das Besondere ist, die sind komplett undyed, also ungefärbt und haben dadurch diese weiße Farbe. Das Ganze ist natürlich nochmal deutlich umweltfreundlicher, als wenn da eine Farbe drin wäre. Haben viele coole Details hier. Nochmal einen abgedichteten Reißverschluss hier mit dieser großen Klappe. Und wie man hier sieht, sieht das Ganze auch ziemlich cool aus. Dazu hat Agu auch eine ganze weitere Reihe an Klamotten, die gerade für Leute, die im Alltag fahren, wichtig sind. Verschiedene Regenjacken in coolen Prints. Je nachdem, was einem halt am liebsten gefällt. Und auch für Leute, die gerne in der Natur sind und dann gerne nicht gesehen werden wollen, gibt es etwas. Und sie haben auch eine ziemlich große Auswahl an Taschen, wie ihr hier sehen könnt. Und auch an Helm. Und dieser hier ist sogar für NTA 8776 freigegeben oder getestet worden. Das heißt auch für S-Pedelecs, zumindest in den Niederlanden geeignet. Ja, und diese Person, die ist nicht nur gut geschützt von oben, sondern ist auch komplett reflektierend. Safety first und so, ne? Das hier finde ich ganz spannend. Das ist ein Airbag. Und man kennt ja vielleicht den Höfding, der den Helm ersetzen soll. Dieser Airbag hier, der schützt eine ganz andere Region des Körpers, nämlich eher die Schultern. Der Helm ist dann trotzdem noch wichtig, aber ein Bereich, der bei Fahrradstürzen eben häufig zu Schaden kommt, sind ja tatsächlich die Schultern und die Hände. Und hier gibt es halt, ja, die sind jetzt richtig dick aufgepollt,
aufgepolstert. Und dieser Airbag schützt die Schultern und in dieser Version auch dann den Kopf der Person, die diesen Airbag trägt. Das finde ich ziemlich spannend. Also diese Airbag-Technologie für Radfahrende, die ist vielleicht nicht für jeden was. Aber ich denke auch gerade in einer Stadt, wo viele Unfallschwerpunkte zum Beispiel sind und wo die Sturzgefahr einfach höher ist oder auch für den einen oder anderen sportlichen Fahrer, könnte das eine durchaus gute Sache sein, sowas zu tragen. Auf jeden Fall schön, so eine weitere Möglichkeit zu sehen. Öfting gibt es jetzt ja schon seit ein paar Jahren. Und jetzt Mase, Erding oder Maze kommt jetzt auch auf den Markt. Nanu, wo bin ich denn plötzlich? Und wer bin ich? Ach ja, Werbetillmann. Wenn ihr dieses Video bis hierhin gesehen habt, dann sind Fahrräder für euch wahrscheinlich besonders interessant und Fahrradversicherungen zumindest nicht uninteressant. Und da kommt der Sponsor des heutigen Videos ins Spiel, nämlich Helden.de. Denn Helden.de ist eine Versicherung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, möglichst transparente, faire und günstige Versicherungen anzubieten. Und sie haben ein breites Portfolio, von der Hausratversicherung über verschiedene Haftpflichtversicherungen bis hin zu einer Fahrrad- und E-Bike-Versicherung. Und Helden.de hat auch noch einen Community-Gedanken, denn immer wenn ihr eine Versicherung bei Helden.de abschließt, dann bekommt ihr einen Heldencode. Und den können dann eure Freunde, eure Verwandten dafür nutzen, um selber ihrerseits möglichst gute Konditionen zu bekommen. Und damit ihr nicht leer ausgeht, könnt ihr meinen Heldencode verwenden, RBND4, wenn ihr eine Versicherung bei Helden.de abschließt. Also geht mal auf den Link unten in der Videobeschreibung, wenn ihr eine Versicherung braucht. Vielen Dank an Helden.de für den Support der Radlbande. Und dieser Baum und ich wünschen euch jetzt viel Spaß mit dem normalen Präsentationsthema auf der Eurobike 2023. Und es geht jetzt weiter mit Falträdern. Also ich bin jetzt bei EOVOLT und ich sage das sicherlich falsch, denn es ist ein französischer Hersteller für Falträder und Urban Bikes. Wir sehen hier deren klassische Range mit dem Morning, ein 16 Zoll Faltrad mit integrierter Batterie hier in der Sattelstütze. Dann haben sie das Afternoon Modell, ein etwas größeres mit 20 Zoll Rädern und ebenfalls hier in der Sattelstütze integriertem Akku. Sieht sehr klassisch aus und hier oben sehen wir auch nochmal, wie die dann gefaltet aussehen und wie klein die dann sind und auch deren Evening-Modell, was ein eher klassisches 24 Zoll Stadtfahrrad ist. Kein Faltrad, aber lässt sich hier so dann vorne zusammenfalten, damit man es eben auch relativ einfach auch in schmale und enge Flure stellen kann. Aber sie haben auf dieser Messe ein paar weitere Bikes vorgestellt. Auf der einen Seite das Classic Morning, ein Fahrrad ohne Motor, aber dafür hier ganz interessant mit einer automatischen Dreigang-Barfangnabe. Das ist kein Motor, wie gesagt, sondern eine Schaltungsnabe. Und das Coole ist, hier ist dann halt das ganze Cockpit sehr reduziert. Nur die Klinge sticht so ein bisschen heraus und ist hier dann auch mit einem SP-Connect-System ausgestattet. Und dieses Fahrrad hat einen sehr schnellen Faltmechanismus, der auch sehr gut funktioniert. Und ich habe das jetzt einfach mal hier reingeschnitten. Alle kommen sie hier mit so einem Riemen und so einem Riemenspanner, also auch ein sauberes und sehr zuverlässiges System. Und was sie auch machen, sie machen ihre eigenen Schutzbleche, die dann auch komplett ohne zusätzliche Streben auskommen, sondern immer perfekt integriert sind in das Fahrrad. Und das Ganze gibt es dann auch noch in einer etwas größeren Version, hier ebenfalls in 20 Zoll, 14 Kilo leicht, ein sehr sauberes, reduziertes Design und maximal 130 Kilo Belastungskapazität, also auch da passen auch schwerere Menschen super gut drauf. Denn hier der Lenker lässt sich in verschiedenen Höhen bestellen. Also gibt es verschiedene Einsätze, damit auch große und kleine Menschen ihre Position finden sollten. Dann haben sie ihr New Afternoon und das ist ebenfalls eine neue Entwicklung mit vielen sehr spannenden Details. Also wir haben hier wieder diesen Riemen, wieder diesen Faltmechanismus, diesen Schnellfaltmechanismus hier auch. Mit einem Barfang-Hecknabenmotor, mit einer Zweigangnabe, die ebenfalls automatisch funktioniert. Also ebenfalls wieder keine Schalter oben im Cockpit, sondern ein Motor mit einer Zweigangnabe. Und hier ist auch wiederum der Akku in der Sattelstütze integriert. Aber hier nochmal ein bisschen anders. Also erstmal ist hier eine außenliegende Verbindung, die dann magnetisch funktioniert. Das ist natürlich das Gute. Man kann dann die Sattelstütze einfach rausnehmen, dann zu Hause oder in der Wohnung laden. Und diese Sattelstütze lässt sich auch einfach mit einem Abus-Schloss abschließen. Also selbst wenn man das jetzt hier öffnet, das ist abgeschlossen. Dann lösen wir das mal hier. Dann lässt sich die, erstmal ist die Sattelstütze arretiert, also die lässt sich immer nur geradeaus reinsetzen. Aber sie lässt sich auch nicht einfach rausnehmen, erst wenn man das Schloss löst. Und dann kann man das auch Ganze wieder
in die richtige Höhe stellen, so wie man es halt gerade braucht. Und was wir dann auch haben, ist hier oben einerseits die elektrische Verbindung und auch ein integriertes Rücklicht direkt in der Sattelstütze. Also wiederum hier so ein Designaspekt, der das Ganze sehr sauber designt aussehen lässt. Und auch noch ein weiteres interessantes Detail, was ich so bei noch niemand anders gesehen habe. Züge, Bremsleitungen und so, die gehen natürlich außen lang, aber alle elektrischen Verbindungen werden hier über ein Spiralkabel durch diesen Lenkerdom und durch den Rahmen geleitet, sodass man auch mit verschieden hohen Lenkerhöhen einfach die gleiche Kabellänge behalten kann und keine Sorge haben muss, dass man da irgendwas kaputt macht, weil das lässt sich einfach in der Länge verstellen. Und das Ganze gibt es dann halt auch nochmal in einer Nummer kleiner mit dem New Morning, mit den gleichen Details, halt nur mit 16 Zoll Rädern, also alles sehr kompakt, relativ klein und auch wiederum mit 130 Kilogramm maximalem Gewicht auf dem Fahrrad. Und das ist wirklich jede Menge für so ein kleines Fahrrad. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr so davon haltet. Auf jeden Fall finde ich ziemlich cool, was EOVOLT hier machen. Smarte Helme gibt es hier vom Branchenpionier Lival. Die waren 2015 die ersten, die angefangen haben, Helme auf den Markt zu bringen, die nicht nur die Rübe schützen können, sondern mehr können. Zum Beispiel einmal hier der Lival BH51M Neo. Kein unbedingt eingängiger Name, aber der hat hier nicht nur hinten so eine Lightbar, die auch blinken kann, sondern so kleine Lautsprecher und Mikrofone, mit denen man auch per Bluetooth telefonieren kann oder auch Musik hören kann. Dann gibt es, der kostet jetzt 170 Euro, es gibt auch einfachere Versionen, die einfach nur ein Rücklicht haben, das dann so blinkt. Ist gerade bei E-Scooter-Fahrern, soll der sehr beliebt sein. Und sie haben jetzt auch hier neu auf der Eurobike einen Helm, der für S-Pedelecs geeignet ist und hier so ein Visier hat, gerade für Leute, die im Winter fahren oder bei Regen oder BrillenträgerInnen ist das eine gute Sache. Und dann hier sehen wir aber deren Top-Modell, den Lival BH51M NSO. Der hat nämlich Sound by JBL, also einen ziemlich guten Lautsprecher hier unten drin. Ich kann ihn jetzt leider nicht testen, weil mein Handy damit nicht verbunden ist und wir würden natürlich auch ein Problem bekommen, wenn hier normale Musik gespielt würde. Und hier hinter verbirgt sich auch noch eine Leuchte, die nicht nur nach vorne leuchten kann, sondern auch blinken kann. Und wie das aussieht, das sehen wir jetzt auf der anderen Seite. Und zwar hier bei dem Lival Evo 21. Das ist so deren Allround-Helm. Hat eine ziemlich schöne Farbe, so ein sportlicheres Design. Weniger urban-mäßig und hier erstmal so eine Blinkoption. Kann er auch dauerhaft einfach das Licht leuchten lassen. Und dann auch ein Blinker, der dann hier mit dieser Fernbedienung betätigt wird. Und hier gibt es noch weitere Optionen. Auf der einen Seite kann hier ein Foto gemacht werden mit dem Handy, wenn man das per Bluetooth verbindet und auch die Freisprecheinrichtung bzw. so eine Art Funkgerät eben einsetzen. Allerdings geht das nicht mit diesem Helm, weil der hat hier jetzt keine Lautsprecher. Was der hier dafür hat und alle anderen Helme von Lival auch, ist so ein SOS. Also wenn du mit dem Helm stürzt, dann registriert er das und kontaktiert deine Notfallkontakte, die man in der App mit diesem Helm hinterlegen kann. Und hier vorne kann man nochmal sehen, die Blinkmöglichkeit bzw. die Leuchtemöglichkeit. Ja, smarte Helme ist ein Thema, was definitiv kommt. Ein Thema, was gerade für Leute, die in dem urbanen Bereich unterwegs sind, bei Wind und Wetter, da geht es um die Sichtbarkeit, die werden besser gesehen. Und diese Helme bieten natürlich auch alle Normen, die halt für Helme in Europa wichtig sind und auch teilweise eben die NTA 8776, die für S-Pedelecs zumindest in den Niederlanden gedacht worden ist. Jetzt bin ich hier bei VD und VD hat nicht nur den Spirit of Mountain Sports, sondern auch den Spirit of Recycling. Und sie zeigen hier ihr Recycling-Konzept, also dass aus alten PET-Flaschen eben neue Klamotten gemacht werden, um die Natur zu genießen, um draußen wirklich auch geschützt rumzulaufen. Sie haben ganz klare Ziele, um selber so nachhaltig und so, ja, im Grunde auch progressiv wie möglich zu werden, um das Ganze so umweltfreundlich wie möglich zu machen. Aus wiederverwertbaren Materialien gefertigt und ganz besonders natürlich für AlltagsradlerInnen interessant ist das Thema Taschen auch. Da wird es klamottenmäßig hier bei VD gar nicht so sehr der Fokus drauf gelegt. Aber hier sehen wir zum Beispiel eine komplette Linie von Taschen fürs Fahrrad,
die komplett aus recycelten Materialien hergestellt werden. Also nicht nur das Obermaterial hier, sondern auch die Gurte, die Schnallen, das ist wirklich 100% aus recyceltem Material. Und sie erweitern natürlich auch ihr Portfolio mit neuen Farben für Rucksäcke etc., die sich dann auch im Alltag gut verwenden lassen, die komplett wasserdicht sind und aus umweltfreundlichen und nachhaltigen Materialien hergestellt sind, aber trotzdem nichts in ihrer Funktionalität einbüßen. Das hier ist ein Gehirn. Und dieses Gehirn hängt bei Höfding. Denn Höfding macht Airbags für den Kopf, für Radfahrende. Und die sind relativ klein geworden. Ihr könnt das hier sehen, das ist ein Design, das geht einmal um den Hals rum, das hängt man sich um den Hals. Und wenn man dann stürzen sollte oder dieses Gerät dann einen Sturz erkennt, dann geht ein Airbag auf, der einmal den kompletten Kopf schützt. Die Fahrradfanatiker haben das in den letzten Jahren immer mal wieder ausprobiert. Hier könnt ihr sehen, wie das dann funktioniert. Also das faltet sich dann einmal mit so einer Kartusche einmal über den Kopf rüber. Und ist natürlich jetzt für den Alltag kein Helm, sondern hat halt diese Möglichkeit, dass man eben einen schönen Schal trägt. Und sollte es dann mal zu einem Unfall kommen, dann wird es eben zum Helm. Jetzt mittlerweile haben sie auch einige verschiedene Designs hier, aus denen man auswählen kann. Jedes Jahr kommt was Neues. Dann hier einmal so Airbag Inside. Also für jeden was dabei, hier designmäßig. Und das sind so die Pioniere in den Bereich der Fahrrad-Airbags bzw. der Airbags für Radfahrer. Der Brompton zeigt dieses Jahr auch was Neues, unter anderem hier. Das Electric C-Line, das ist an sich nicht neu, hat aber ein bisschen neue Farben hier. Auch bei der Tasche vorne ist ein bisschen was neu, aber sie kommen jetzt auch mit einer 12-Gang-Schaltung. Hier sehen wir 4 Ritzel hinten und hier drin ist dann nochmal eine 3-Gang-Narbe, sodass die Bandbreite nochmal deutlich erhöht worden ist und natürlich auch man leichter seine eigene persönliche Trittfrequenz finden kann. Dann gibt es auch hier eine Special Edition, ein Brompton Expert Grills, also so die Abenteuer-Edition hier mit Tanwall-Reifen, so ein bisschen naturmäßig angehauchter Farbe. Und ich finde, das sieht ziemlich cool aus. Das dürfte richtig guten Anklang finden. Auf jeden Fall ein sehr hübsches und cooles Bike. Aber auch für die normalen Fahrräder gibt es im nächsten Jahr neue Farben. Auf der einen Seite hier dieses schreiende Gelb, das wirklich sehr auffällig ist. Und auf der anderen Seite dann etwas ruhiger, so ein helles Braun-Beige-Ton, der finde ich auch sehr gut zu dieser klassischen Optik von Brompton passt. Und dann natürlich ganz normal die komplette Linie ACPT und die T-Line, die wir im letzten Jahr auch schon fahren konnten auf der Eurobike, natürlich so als Topmodell bei Brompton hier in der Single-Speed-Version mit komplettem selbstentwickelten Titanrahmen, noch mal etwas anderen Verbindungen, der leichten Kurbel. Und wirklich sehr hochwertig, sehr, sehr leicht. Und das gefällt mir schon wirklich sehr gut. Ja, und mal sehen, was dann noch so in der nächsten Zeit von Brompton kommt und ob wir auch mal wieder einen Brompton testen können. Denn ich habe ja immer noch nicht mein perfektes Faltrad gefunden. Ein weiterer Smart-Helm-Hersteller ist Lumos. Die meisten dürften die Lumos-Helme schon irgendwo mal gesehen haben, denn sie sind wirklich sehr beliebt, weil sie auf der einen Seite diese smarten Features bieten, auf der anderen Seite aber auch ziemlich cool aussehen. Und sie haben so ein paar Produktlinien. Das ist einmal der, habe ich vergessen, wie der heißt, Lumos Ultra in der E-Bike-Version, also richtig hier mit Visier, mit Blinker, das zeige ich euch gleich nochmal. Und der Lumos Ultra in der normalen Version, der schon einige Features hat. Hier können wir so mal ein bisschen sehen, was die Lumos-Helme so an Blinkmöglichkeiten bieten. Auf der einen Seite, und das ist ziemlich cool, lassen sich die Helme miteinander synchronisieren, dass alle Helme das gleiche anzeigen. Und wenn man dann hier bei diesem Helm zum Beispiel mal blinken möchte, dann blinken die Helme, die eine Blinkfunktion haben, blinken im gleichen Rhythmus. Und hier der Lumos Ultra in der E-Bike-Version, der hat halt dann hier vorne nochmal diesen Blinker. Und das ist, finde ich, eine ziemlich coole Funktion. Dann hier vorne haben sie noch ein neues Modell. Das sieht ein bisschen so aus wie ein einfacherer Lumos, ist aber so das sportliche Modell von denen. Hat hier eine Möglichkeit, um eine Sonnenbrille zu montieren. Und hier hinten ein Element, das sieht aus wie ein Licht, ist aber keins.
Stattdessen lässt sich hier dieses Licht einsetzen. Das schnappt einfach magnetisch rein. Also wenn man dann im Dunkeln fährt, dann hat man dieses Licht im Helm. Und wenn man nur im Helm unterwegs ist und einen möglichst leichten Helm haben möchte, dann nimmt man das einfach wieder ab. Und dann ist hier das Topmodell der Lumos Matrix. Das ist ein ziemlich schwerer Helm, hat aber einige Features. Zum Beispiel kann man hier dann einfach ein bisschen Laufschrift durchlaufen lassen oder halt so verschiedene lustige Dinge, wie man den Helm dann konfigurieren kann. Also ein paar lustige Funktionen hier drin in dem Lumos Matrix, dem Topmodell von Lumos. Aber auch am unteren Preisende wird ein neuer Helm kommen, und zwar dieser hier, der ein Urban Helm ist, hat hier vorne eine LED-Bar und hier hinten eine LED-Bar, und der lässt sich dann ebenfalls mit so einem Blinker ausstatten. Wird nochmal deutlich günstiger sein als die anderen Lumos-Helme und spricht halt eher so den urbanen Menschen auf dem Fahrrad an. Oder den Menschen auf dem urbanen Fahrrad oder den Menschen im urbanen Raum auf dem Fahrrad, wie auch immer. Und wird nachher so im Bereich um die 100 Euro kosten. Ja, das sind die Lumos-Helme. Alles, was Lumos hier auf der Eurobike 2023 zeigt. Auf jeden Fall ein sehr spannender Kandidat für Helmtests. Mountainbiking, Gravel, Roadcycling. Ah da, Commuting. Bei Maloja gibt es auch Sachen für Menschen, die im Alltag mit dem Fahrrad fahren. Hier eine Regenjacke aus einem sehr leichten, atmungsaktiven und gleichzeitig 10.000er Wassersäule-Material. Sie haben auch eine Jeans, die ist zum Beispiel ziemlich interessant. Die sieht auf den ersten Blick aus wie eine ganz normale Jeans, hat aber hier an der Seite solche Reißverschlüsse, wo dann so Belüftungsöffnungen sind. Falls es mal einfach zu warm wird, dann kann man ja an der Seite öffnen und einfach weiterfahren. Die ganze Hose hat einen Stretch-Anteil, und auf der Rückseite sehen wir dann hier auch noch so einen Teil, dass sich das etwas flexibler ist. Das geht auf, sodass man sich weiter nach vorne lehnen kann. Hat hier noch ein bisschen Stretch, noch ein bisschen mehr Stretch. Und auch hier für eine bessere Sichtbarkeit einfach reflektierendes Material. Und wie gesagt, sieht aus wie eine ganz normale Jeans, lässt sich im Alltag tragen und eben auch sehr gut auf dem Fahrrad. Und wenn es mal schädiger sein soll, dann haben sie auch so richtig Regenklamotten für lange Fahrten im Regen, die, finde ich, auch ziemlich cool aussehen. Das sieht nicht nach Funktionskleidung sofort aus, sondern hat so ein bisschen Style. Und dann auch hier mit der Hose, die einiges ab kann. Und diese beiden T-Shirts sind auch interessant. Das eine ist aus dem Hanfmaterial. Das ist antibakteriell. Das heißt, das braucht keine weitere Bearbeitung, damit es nicht anfängt zu müffeln. Und auch dieses Material ist ein recycelter Kunststoff, das ebenfalls mit einer Beschichtung oder mit einer Behandlung ausgestattet wurde, sodass man das 40 Mal tragen kann, ohne dass man es waschen muss, und man müffelt trotzdem nicht wie ein Iltis. Also das finde ich ziemlich interessant. Und das Ganze gibt es dann natürlich nicht nur für Herren, sondern auch für Damen. Hier eine etwas länger geschnittene Jacke für den Alltagseinsatz. Ebenfalls wieder mit einigen Funktionen, mit einer großen Wassersäule. Und das Material, das fasst sich wirklich sehr schön an. Das ist weich, das ist keine Plastiktüte, sondern wie gesagt atmungsaktiv und mit einer hohen Wassersäule ausgestattet. Und auch wiederum eine Hose mit einer etwas anderen Farbe nochmal fürs Commuting und dann schön reflektierende Details hier unten. Love. Velo. Das habe ich doch auch schon irgendwo mal gesehen. Und ja, und dann noch weitere Styles hier von Maloja. Insgesamt sehr bunt, sehr cool aufgemacht und eine Marke, die auf jeden Fall sehr viel Style hat. Ich bin jetzt bei Ahuga. Ahuga ist ein Hersteller von Faltfahrrädern und auch von E-Bikes, die ein bisschen mehr können, also so Urban Bikes. Und hier sehen wir so ein bisschen deren Range, also auf jeden Fall sehr schöne, knallige Farben und ja, ein Faltmechanismus, der allerdings nicht allzu klein faltet, aber sie haben jetzt ein neues Bike auf dieser Messe, das das ändert. Okay. Ja. Das Ahuga Max, und das haben wir ja auch in Gelb hier und auch in einigen anderen Farben. Also auch hier wiederum
sehr viele schöne Farben. Das hier ist meiner Meinung nach die schönste von den Farben dieses Fahrrads. Auf jeden Fall sehen wir hier sehr viele spannende Details. Auf der einen Seite hier dieses Unterrohr, das so zweigeteilt ist, denn hier faltet genau das Hinterrad rein und setzt sich dann unter diesem Oberrohr ab. Der Akku sitzt dann in diesem Oberrohr drin, lässt sich nach dem Falten dann nach vorne hin rausnehmen mit einem Schlüssel, lässt sich aber auch von außen laden. Dann hier auf der anderen Seite ist hier so ein kleiner Ladeport und das Fahrrad kommt ansonsten mit sehr vielen fahrradtypischen Komponenten. Also wir haben hier richtige hydraulische Scheibenbremsen zum Beispiel, ein Bafang-Frontnabenmotor, wir haben hydraulische Scheibenbremsen hinten, eine Shimano Nexus 7 Schaltung und eine insgesamte Optik, die einfach sehr nach Fahrrad aussieht und nicht nach Spielzeug. Obwohl die Farben sind halt wie ein Spielzeug, aber der Rest ist wirklich erwachsen. Und ich habe auch schon drauf gesessen, die Sitzposition ist sehr angenehm. Der Reach zwischen Sattel und Lenker ist nicht zu hoch, sondern wirklich sehr gut gewählt. Und wir haben dann hier eben dieses Kettenspannersystem, das dann auch dafür sorgt, wenn das Rad gefaltet ist, dass die Kette dann immer an Ort und Stelle bleibt. Und hier ist dann so ein Dorn, der dann dafür sorgt, dass wenn man das Rad nach transportieren möchte, dass man es anhebt, dass dann eben dieser Faltmechanismus nicht auseinandergeht. Also Ahuga aus Belgien mit einem sehr schönen Fahrrad hier auf der Messe vertreten. Und vielleicht seht ihr das auch demnächst mal im Test bei der Radelbande. Ich bin jetzt hier gerade bei Abus am Stand und die haben neben ihrem Hoodie, der schon ein bisschen auf dem Markt ist, jetzt einen neuen Helm. Und zwar den Pearly und den Pearly Ace. Und das Besondere an diesem Helm ist, der ist NTA 8776 zertifiziert. Das ist jetzt für den deutschen Markt ehrlich gesagt nicht so sehr relevant. Die NTA 8776 Norm ist die S-Pedelec Norm in den Niederlanden und diese Helme haben eine noch mal etwas strengeres Testprozedere als die normalen Helme, die nicht diese NTA Norm erfüllen. Und das Besondere jetzt in letzter Zeit ist, dass diese NTA Helme immer leichter werden und auch dieser Helm ist wirklich außergewöhnlich leicht. Man sieht, dass die Struktur des EPS da drin noch mal etwas dicker ist, aber dieser Helm ist wirklich nicht schwer. Das ist ganz besonders. Normalerweise sind die viel, viel schwerer. Der hier ist aber minimal schwerer als ein normaler Fahrradhelm. Hat hier auf der Rückseite dann diese LED-Leuchte, die sich auch einfach magnetisch abnehmen lässt und sich dann hier mit einem langen Knopfdruck anschalten lässt, sofern sie geladen ist. Aber das hier ist wahrscheinlich ein Messexemplar, an dem schon sehr lange rumgespielt wurde. Auf jeden Fall sehr interessant, dass Abus sich jetzt auch auf diesem Weg befindet. Und wer weiß, vielleicht wird die NTA-Norm auch in Deutschland für S-Pedelecs nochmal freigegeben. Denn das sind ja ganz normale Fahrradhelme mit hier so einem Fliegengitter, mit einem richtig guten Luftstrom. Und beim S-Pedelec-Fahren muss man sich ja trotzdem bewegen. Das sind keine Motorroller, bei denen man einfach drauf sitzt, sondern man braucht halt etwas Belüftung am Kopf, damit man nicht zu warm wird. Und das ist auf jeden Fall ziemlich interessant, dass Abus sich jetzt auch in diesem Bereich bewegt, mit so einem leichten Helm. Dann gibt es neben dem Pearly Ace hier mit dem Rücklicht auch noch den normalen Pearly, hier mit dem gleichen Design ausgestattet, mit dem gleichen Verschluss, ist ebenfalls NTA zertifiziert, hat aber eben dieses Rücklicht nicht, das muss man dann noch, kann man aber dazu kaufen. Ja, und gibt es natürlich auch eine richtig schönen gelben Farbe. Jetzt bin ich hier gerade bei Busch und Müller und Made in Germany ist da auf Programm, denn alles, was sie machen, ist Made in Germany. Und sie zeigen jetzt hier einige Neuheiten hier auf der Messe und im Wesentlichen kann man erkennen, Bremslichter. Das ist, finde ich, persönlich immer wichtiger und sie haben hier jetzt auch einige coole Designs. Das hier ist so ganz stark vom Auto irgendwie inspiriert und hat dann ebenfalls ein Bremslicht. Dann das klassische Rücklicht, das man von vielen Fahrrädern kennt, aber auch diese ganz, ganz kleinen, die Mü, die zum Beispiel auch beim Black Iron Horse verbaut sind, die finde ich ziemlich cool. Und dann natürlich auch die anderen Rücklichter, die jetzt auch mit Bremslichtfunktion teilweise kommen, teilweise auch ohne. Aber dann auch dieses Rücklicht, das ziemlich fancy aussieht. Also auf der einen Seite eben Made in Germany, auf der anderen Seite auch ein hoher Grad an Sicherheit. Und auch im Bereich der E-Bike-Frontbeleuchtung tut sie natürlich einiges. Auf der einen Seite zum Beispiel die IQX LE High Beam mit 300 Lux oder mit 300 Lux und nochmal plus 250 Lux Fernlicht, also nochmal eine ganze Ecke heller. Das neue Brick S
Und das Besondere an Busch und Müller ist, dadurch, dass sie halt ein Unternehmen sind, die noch alles selber machen, sind auch individuelle Lösungen möglich. Das hier ist zum Beispiel das Turntech, das ist keine individuelle Lösung, aber halt ein Blinker, besonders für schwere, große Lastenräder vielleicht interessant. Aber sie arbeiten halt auch mit anderen Unternehmen zusammen, um Scheinwerfer und Rückleuchten zu bauen, die dann speziell für deren Bikes in das Designkonzept passen. Und das ist halt ziemlich cool. Hier zum Beispiel ist das Rücklicht direkt in das Ende eines Gepäckträgers integriert und sieht dadurch sehr schlank aus im Design. Busch und Müller bietet auch eine Hupe an für S-Pedelecs. Dieses Blinkersystem habe ich euch eben gerade schon gezeigt. Und dann natürlich auch einiges spezielles Zubehör, so ein Kennzeichenhalter mit integrierter Beleuchtung, ebenfalls für S-Pedelecs. Dann das neue Brixi, das Akkurücklicht mit Bremslichtfunktion. Und das hier habt ihr vielleicht auf dem zweiten Kanal gesehen, der IQ XM Speed. Ein Scheinwerfer mit Fernlicht, mit einem großen externen Akku, den ich den letzten Winter über schon testen durfte und der mir insgesamt sehr gut gefällt. Und wenn ihr darüber ein Video sehen wollt, über den Test, dann abonniert mal den Zweitkanal, denn da wird demnächst mal was kommen. Ich bin jetzt hier gerade bei Fitlock vorbeigelaufen und die kennt ihr wahrscheinlich von vielen Gurten von Lastenrädern zum Beispiel. Und auch einige andere Hersteller nutzen die, wie Cargo zum Beispiel, für das Verdeck. Und hier sehen wir die ganzen Lösungen, die Fitlock anbietet. Und das hier wahrscheinlich das bekannteste Modell für euch, die den Kanal schon länger kennt. Und dann hier aber auch eine neue Schnalle für Helme, also sehr reduziert. Die vorherige war relativ groß, aber hier ist das einfach hier mit einem sehr kleinen Magneten ausgestattet und schnappt dann, das kann man jetzt schon hier sehen, schnappt dann sehr einfach ein und hält dann trotzdem super fest. Und auch diese Schnalle hier zum Beispiel habe ich an meinem Retrebane-Rucksack. Ich habe gerade eine GoPro gewonnen. Fitlock zeigt hier ein interessantes System, und zwar so ein Schnellwechselsystem für Lampen, die auch mit einer elektrischen Verbindung ausgestattet ist. Also hier vorne sitzt eine Lampe dran, die lässt sich dann einfach lösen. Stattdessen lässt sich zum Beispiel für Tagfahrten eine Actioncam einsetzen und dann in der Nacht wieder eine Lampe. Und es gibt dann verschiedene Lampen, auch mit Nah- oder Fernlicht. Und das Interessante ist dann auch, dass diese Lampe mit einem USB-Stecker ausgestattet ist, mit dem dann ein Smartphone geladen werden kann, das dann hier über deren Fast Charge und wie kriegt das ab, weiß ich jetzt nicht, genau über das Vakuumsystem von Fitlock dann direkt am Lenker montiert werden kann. Also das ist wahrscheinlich nicht nur für Mountainbiker oder Radreisende interessant, sondern gerade auch in der Stadt, wenn man zum Beispiel auch in unbekannten Städten eventuell navigieren möchte oder alle Informationen vom E-Bike über irgendeine E-Bike-App angezeigt haben möchte, dann geht das hier alles mit Zubehör von Fitlock. Ja, sehr, sehr spannend hier. Vielen Dank. Eins der spannenden Bikes im Bereich der Falträder ist sicherlich das GoCycle. Und ich habe tatsächlich zum Testen ein GoCycle G4 hier. Das hier ist aber das G4i oder G4i. Das nochmal mit einer etwas reduzierten Optik. Der kommt, hat keine frei laufenden Züge oder so, sondern alles ist hier im Rahmen integriert. Kommt hier mit so einem Tagfahrlicht. Das sieht ziemlich cool aus. Und einer Supernova-Beleuchtung hier unten. Und auch Supernova hier hinten. Das GoCycle ist so konzipiert, dass der Sitzwinkel sehr flach ist, sodass kleine Menschen näher an den Lenker rankommen und große Menschen weiter vom Lenker weg. Und ist inspiriert vom Auto, wo man zumindest in alten Autos auch immer nur den Sitz verstellen konnte, aber nicht das Lenkrad. Das geht jetzt bei den meisten Autos mittlerweile schon. Aber GoCycle hat hier eine One-Size-Fits-All-Geschichte gebaut, die auch ziemlich gut funktioniert. Was auch auffällt bei dem GoCycle ist einfach, auf der Seite scheint irgendwas zu fehlen, denn beide Räder sind einseitig aufgehängt, beide auf der rechten Seite, und dann befindet sich hier vorne ein Frontnabenmotor und eine Bremsscheibe oder die Bremse hier hinten, hydraulisch natürlich, und hier hinten befindet sich dann eine Dreigangschaltung in dieser Narbe, ebenfalls hier mit hydraulischen Scheibenbremsen und der sogenannte Clean Drive. Hier drin ist einfach eine Kette, die aber komplett gekapselt läuft, und somit ist dieses Fahrrad wirklich super einfach sauber zu halten. Man muss sich einfach nur draufsetzen und losfahren und braucht sich wirklich keine Sorgen machen, gerade auch in dieser Version hier mit den Schutzblechen. Und dann gibt es noch eine Version mit einem Gepäckträger, wo man dann das Rad auch wirklich als Alltagsrad gut nutzen kann. Das GoCycle G4i ist dann auch noch mit einem größeren Akku ausgestattet als das G4 oder als das G4. Und das ganze GoCycle wiegt insgesamt
lediglich 18 Kilo, also auf jeden Fall deutlich unter 20 Kilogramm für ein faltbares E-Bike mit Frontnabenmotor. Und das finde ich schon ziemlich cool. Wir fahren es jetzt. So, das war's für dieses Video von der Eurobike 2023. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Es waren 5 sehr ereignisreiche Tage. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben wahnsinnig viel gesehen, aber ich weiß auch, dass wir längst nicht alles gesehen haben. Trotzdem schreibt jetzt mal eure Gedanken, eure Fragen, eure Kommentare unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radlbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Und demnächst wieder mit normalen Reviews. Tschüss. Bis dann.